Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, heute gibt es ein kleines Retro-Update aus meiner kleinen Retro-Ecke. Und zwar habe ich zum Beispiel ein neues kleines Projekt. Und zwar möchte ich aus diesem alten Aldi Commodore oder Aldi C64, den möchte ich ein wenig verbasteln. Und zwar soll aus diesem Gerät hier ein BMC 64 werden. Ich mache mal eben auf. Ja, und wie man sieht, fehlt da etwas, wird die eigentlich Hauptplatine gegen ein Raspberry Pi ersetzt und sollte dementsprechend den C64er emulieren. Ja, mir fehlt jetzt hier noch so eine Adapterplatine, an dem ich den Original Joystick und natürlich auch die originale Tastatur dann anschließen kann. Ja, und ich hoffe mal, dass ich die LED daran auch anschließen kann, das weiß ich noch nicht so genau. Und dann kann ich den eigentlich fast so wie ein Original C64 benutzen, nur halt eben mit neuer Hardware. Also in etwa so ein bisschen vergleichbar mit der Maxi. Nur hier steckt so ein bisschen Eigenkreativität drin. Ja, hier ist das Betriebssystem drauf, BMC 64. Hierbei handelt es sich um einen Raspberry Pi 3A+. Und das Schöne ist, der wird auch gar nicht heiß. Im Gegensatz zum Raspberry Pi 5, der richtig heiß wird. Also hierfür, für solche Projekte eignet er sich auf jeden Fall sehr gut. Und das Schöne ist, der lädt auch in 4,1 Sekunden hoch. Das kann ich mal ganz kurz zeigen. Dazu muss ich meinen Monitor einmal kurz umswitchen auf HDMI 1. Ich würde sagen, ich mache den einfach mal an. Ein guter Schalter fehlt noch. Ich behelfe mich jetzt erstmal so, indem ich es einfach hineinstecke. Wenn man jetzt bis 4 zählt, dann ist das Bild auch dementsprechend sofort da. Ja, noch ist das Ganze über USB mit so einem kleinen Hub. Einmal hier an so einem kleinen Pole angeschlossen, PlayStation 1 und Tastatur kann ich hier dementsprechend auch über den Hub anschließen, aber dann habe ich jetzt hier nur eine normale Tastatur. Ziel ist es ja, wie gesagt, die Originaltastatur zu verwenden. Zum BMC 64 habe ich ja schon mal ein Video gemacht, nur mal ganz kurz, um euch mal abzuholen. Ja, die Tasten kann man jetzt hier halt eben dementsprechend, muss man die vorher belegen im Betriebssystem. Ich weiß gar nicht, wie ich das hier konfiguriert habe. Irgendwo geht das Menü auf und dann kann man hier dementsprechend, Warp einstellen, Disketten mounten, also zum Beispiel D64 Image, Cartridges, PRG-Files. Ich kann noch ein paar Videoeinstellungen machen. Welche Tasten muss ich drücken? Die hier. Ja, da gehe ich jetzt, wie gesagt, jetzt nicht näher drauf ein. Soundeinstellungen. Und was als erstes wichtig ist, dass man die Joystick vernünftig konfiguriert. Ja, und dann kann man ihn halt eben ganz normal benutzen. Man kann es theoretisch auch ohne Tastatur benutzen. Nur es gibt natürlich auch Spiele, die brauchen ein Yes, ein No, eine 1, 2, 3 oder ein Space-Druck allein schon. Und deswegen also ganz kommt man da nicht drum herum, dass man eine Tastatur braucht. Und wie gesagt, da kann man sich hier durchs Menü hangeln von der SD-Karte. Und dann dementsprechend, ja, Diskette mounten, starten, laden, etc., so wie man will. Wie gesagt, schaut da mal auf meinen Kanal, da habe ich einen etwas ausführlicheren Bericht zum BMC gemacht. Also wirklich eine spaßige Alternative auf jeden Fall. So, dass das Ganze funktioniert. So, jetzt zum Beispiel scheint es nicht zu funktionieren. Jetzt muss ich, glaube ich, den Joystick swappen. Also praktisch umstecken. Dann gehe ich hier auf Joystick, nein, das war falsch. Ich verdrückt, sorry. Joypause, dann gehe ich auf Swap und dann werden die Ports vertauscht, also von Port 1 auf Port 2. Zack. Und dann kann ich hier dementsprechend wieder rausgehen und dann sollte das auch funktionieren. Ja, und man kann halt eben dementsprechend zocken. Das funktioniert auch sehr gut. Auch eine direkte Ansteuerung. Also nichts verzögert. Wenn dann nur messbar, höchstwahrscheinlich. Aber nicht spürbar. Und Soundqualität ist auch recht gut. Also da bin ich angenehm überrascht. Also wenn man es nicht weiß, könnte man echt denken, dass wir ein echter Set. Also das funktioniert auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, das könnten jetzt schon lang zocken, das Spiel. So, die Post war da. Ja, dieses kleine süße Paket ist hier angekommen heute.
etwas ja unorthodox eingepackt. Ja, so kam das gute Schätzchen hier ein. Und für eine Platine so einzupacken, ja, ist natürlich ein wenig risikohaft. Und man sieht hier auch schon die ganzen Druckstellen. Ja, ich hoffe mal, dass die Platine als solches in Ordnung ist. Ja, ich schneide das Geschützchen mal kurz auf. Heute mal nicht mit dem Rambo-Messer. Heute mal klassisch mit einer Schere. Ja, hier ist noch ein USB-Kabel. Und das wäre das gute Schätzchen. Keyboard und Joystick-Adapter. BMC64. Ja, hier ist noch so ein Schalter. Ich weiß nicht, ob das ein Reset-Schalter oder ein Switch-Schalter ist. Ja, dem USB-Kabel zu beurteilen, würde ich das jetzt so anschließen. So. Und dann wäre das hier praktisch der Stromanschluss. Ja, das ist doch schon mal ganz gut gelöst. Ich hole mal den C64 raus. Den Stromanschluss, den ziehe ich mal jetzt hier raus. Und den Hub brauche ich dann nicht mehr. So, hier wird die Tastatur angeschlossen. Oh, und die haben schon eine erste Beschädigung. Der Pin ist hier verbogen. Ja, ich habe schon den ersten Transportschaden. Ich hoffe mal, den kann ich noch zurechtbiegen. Ja, ich habe den mal vorsichtig mit der Zange gerade gebogen. Ich hoffe mal, so passt es. Ja, so sieht das doch eigentlich ganz gut aus. Wenn ich mal jetzt hier so genau gucke, ist hier der dritte Pin auch etwas krumm und schief. Hier werde ich die LED anschließen. Hier werde ich die Tastatur anschließen. Und hier wäre der COM-Anschluss. Ja, und hier der Joystick-Anschluss. Stromanschluss. Ja, es kann sein, dass jetzt hier noch ein Kabel fehlt. Ja, das scheint auf jeden Fall schon mal bündig zu passen. Die Bohrungen sind soweit okay. Ah, hier ist ein bisschen knapp. Das könnte so gerade eben passen. Und hier schließt es aber auf jeden Fall sauber ab. So, Nummer 1. Und Nummer 2. So, die beiden Teile werden schon mal miteinander zusammengefügt. Und dann wird das Ganze jetzt hier noch am Gehäuse befestigt. Schauen wir mal in meine C64er Schraubekiste hinein. Ja, da schraube ich die mal einfach hier fest. Nächste kleine Schraube. Ist, glaube ich, ein bisschen zu lang. Ich nehme erstmal eine kleinere. Ja, und damit wäre die Platine schon mal mit befestigt. On, off. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja, die Tastatur, die kommt dann dementsprechend so rum dran. Ja, komm, ich stecke mich schon mal drauf. Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen im Weg ist. Und die LED käme dann dementsprechend hier drauf. Jetzt weiß ich noch nicht, ob so oder so rum. Aber das werde ich ja dann sehen, wenn ich den Rechner mal anmache. Dann könnte ich jetzt praktisch so das Ganze einbauen. Ja, ich mache mich nochmal schlau, ob ich jetzt hier so ein, ja, ich glaube, so ein serielles Kabel ist das, benötige oder Parallelkabel. Hier kommt die Tastatur dran, hier kommt die LED dran und hier hätte ich noch eine USB-Verbindung. So, also der Stromanschluss wäre dementsprechend hier drüber gegeben. Das kommt ins USB-Netzteil hinein und dann geht der Strom dementsprechend hier zum Raspberry Pi. So, den könnte ich hier mal so grob fixieren. So. Ja, die Schraube ist zu dick. Ja, jetzt gehe ich noch einmal kurz im Keller und hole noch so ein serielles Kabel. Und dann sollte das Ganze fluppen. Das heißt, den stecke ich noch mal ganz kurz um. Hier drüber rein, hier hinein, oder komm, genau, ich glaube, von außen habe ich einen größeren Bogen. So, ja, das sieht doch ganz gut aus. Ja, dann würde ich sagen, Klappe zu, Affe tot. So, ich sehe gerade, dieses Kabel benötige ich noch, dann sollte es eigentlich funktionieren. So, ein passendes Kabel ist ins Haus hineingeflogen. Ja, ich würde sagen, ich schließe das einfach mal jetzt hier an und teste mal, ob das alles so funktioniert. Anzahl der Pinne stimmt schon mal. Dann würde ich sagen, einmal hier dran und dann einmal hier dran. Jetzt ist nur die Frage, so rum
Oder so rum. Ich mache mal so rum, weil auf irgendein Foto habe ich gesehen, da haben die das so rum angeschlossen. Ansonsten drehe ich ihn einmal um. Ja, was haben wir noch? Einmal Strom. So, Strom wäre auch dran. USB-Adapter brauche ich nicht mehr. Das miteinander verbunden. Und als nächstes die Tastatur dran. Hier muss man ein bisschen aufpassen. Eine Bohrung fehlt hier praktisch. Dann kann man es hier auch nicht falsch rum einbauen. Ist bündig drauf. Ich check nochmal alles ab. Tastatur ist angeschlossen. USB-Verbindung ist hergestellt. Ja, das BMC Keyboard Joystick Teil, nenne ich mal, ist fest verschraubt. Ja, ich würde sagen, ich versorge das Ganze mal ein bisschen mit Spannung. Ja, ich würde sagen, einfach mal anschalten. Dann switche ich hier einmal um. Auf HDMI 1 wäre das in meinem Fall. Ah, er lädt schon mal hoch. Ja, dann drücke ich mal eine Taste. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Da passiert irgendwie gar nichts. Da passiert definitiv leider nichts. Gut, was ich nochmal ausprobieren könnte, wäre das Flachbandkabel einmal umstecken. Vielleicht klappt es ja dann. Also, Rechner wieder aus. Und Flachbandkabel einmal in sich verdrehen. Anstellen. Ja, da wäre schon hochgefahren. Und auch in diesem Fall funktioniert leider nichts. Gut, was könnte ich jetzt falsch gemacht haben? Das ist natürlich jetzt die große Frage. Ich werde als erstes erstmal eine andere Tastatur ausprobieren, weil bei der Tastatur bin ich nicht ganz sicher, ob die funktioniert. Das könnte ich nochmal abchecken. So, folgende Situation. Diese Tastatur funktioniert aus irgendwelchen Gründen nicht. Aber ich denke mal, es liegt an der Tastatur. Ja, das werde ich jetzt nochmal mit dieser Tastatur ausprobieren. Hier weiß ich, die funktioniert auf jeden Fall. Die werde ich jetzt dementsprechend am BMC anschließen und hoffe mal, dass dann alles funktioniert. So, ich stecke den einmal hier raus und dementsprechend hier hinein. So, es gibt nur eine Anschlussmöglichkeit. Ja, jetzt muss ich alles wieder so miteinander verknüpfen. Okay, und wie man sieht, funktioniert das so out of the box nicht. Ja, also die Tastatur ist auf jeden Fall in Ordnung, das weiß ich. Und entweder mache ich jetzt hier etwas falsch mit meiner ganzen Verknüpferei. Vielleicht ist das Kabel falsch. Könnte sein. Oder etwas stimmt hier mit der Platine nicht. Oder mit einem Raspberry Pi. Vielleicht muss man da noch etwas einstellen. Das weiß ich nicht so genau. Vielleicht kann mir irgendjemand jetzt hier weiterhelfen. Ich komme an der Stelle nicht weiter. Das ist jetzt der zweite Versuch mit der zweiten Tastatur. Und aus irgendwelchen Gründen, ja, funktioniert das so bei mir nicht. Aber testweise habe ich jetzt mal einen Joystick angeschlossen, der irgendwie erkannt wird. Also Joystick ist in Ordnung. Ich habe jetzt Port 1 und natürlich auch Port 2 probiert. Aber alles beide ohne Reaktion. Das ist natürlich jetzt schade. Und ich weiß absolut nicht, woran es liegt. Entweder ist irgendetwas kaputt oder ich mache da irgendetwas falsch. Ja, deswegen die Frage an euch. Woran könnte das liegen? Ja, wenn da irgendjemand einen Tipp oder eine Idee hätte, ruhig ab in die Kommentare damit. Wie gesagt, ich wäre jetzt hier mit meinem Latein am Ende.